Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 Rise of the Republic. Und wir werden jetzt mal diese Nuridischen Dinger da aus ihrer kleinen Festung rausschmeißen. Wir müssen, also normalerweise, wenn ihr mein Rome Let's Play schaut, da habe ich öfters mal meine Einheiten geballt gelassen, weil normalerweise macht man das so, dass man von so vielen Seiten wie möglich angreift, damit er die Armee eben aufteilen muss. Und das mache ich hier. Oh. Das mache ich ja hier in diesem Fall jetzt auch. Aber aus einem anderen Grund, weil er hat nämlich da stationäre Artillerie drin stehen. Und wenn ich nur von einer Seite komme, dann kann er ziemlich easy genau mit den drei Einheiten das sehr gut abdecken. Und deswegen mache ich es hier nicht. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Beim Rome Let's Play mache ich das häufig nicht. Weil der Gegner ist zu diesem Zeitpunkt immer noch sind immer noch die Griechen. Und die sind eben extrem heftig mit ihren Pikinieren. Und dementsprechend muss ich da eben schauen, dass er die Pikiniere auf die ganzen Pikiniere auf eine Seite bringt. Und dann teile ich meine Armee auf. Und erst dann gehe ich quasi in alle Richtungen. Genau. So, aber hier hat er die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Trotzdem seine ganze Armee. Auf das Haupttor fokussieren lassen. Ja, okay, hier nicht. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Okay, hier ist ein Bug, hier sieht man das Tor nicht. Okay. Oh oh. Los, weiter, weiter, weiter. Ich meine, ich muss schauen, dass ich durchbreche. Alles gut. Genau, wir zielen alle nach da. Okay, durch da, durch da. Ich muss so schnell wie möglich versuchen, durchzubrechen. Und dann die Türme einnehmen. Das funktioniert gut. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Warte, nee. Hier bitte. Sehr gut. Das ist. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Sehr gut.
Jetzt kann ich ja mit der Kavallerie auch reingehen. Auch wenn es ein bisschen risky ist, dass der General verliert. Als Blasen. Das ist geil. Also eine High-End General ist immer ziemlich cool. Der dann die einzelnen wirklich hochpushen kann und dann also nicht nur die einzelnen, sondern wirklich die komplette Armee. Das macht schon immer sehr viel Spaß. So, also der hat ziemlich gelitten und der, aber wieso habe ich eigentlich noch den da? Ja, wahrscheinlich, weil der Gold 2 ist. So, lass ich frei. Oh, Scherz. Echt jetzt? So, jetzt. Boah. Das war so typisch. Gut. Okay, dann warte ich eine Runde, bis ich den Legionär wieder zurückhole. So. Was kann ich hier tun? Genau, hier Richtung da. Dann kann ich Hadria einnehmen. So, gut. Nächste Runde. Dann werden wir dann doch versuchen, den Stiefel zu erobern. Aber der Anfang von uns war auch ziemlich holprig. Ja, fast so holprig wie bei Epirus. Eigentlich schon lustig. Ja, jetzt greift er mein Bötchen an. Und ich weiß nicht warum. Das ist ja gut. Ach, ich bin übrigens sowas von gespannt auf das neue Three Kingdoms. Es könnte wirklich sehr gut sein. Das ist unser neuester Ableger wird. Das Problem, was ich bei dem sehe, ist eigentlich nur. Den machen wir auch weg. Ist eigentlich nur das. Ja, dass sie die gleichen Fehler wieder machen. Super. Also quasi, dass sie einfach wie soll ich sagen? Also die konzentrieren sich immer mehr oder weniger nur auf eine Sache. Also entweder ist die Kampagnenkarte super
Es gibt ja, also ich habe schon gelesen, dass es in der Diplomatie endlich richtig viele Möglichkeiten gibt. Man kann sogar Provinzen an den anderen abgeben, wenn es der Sache dienlich ist. Und das ist halt richtig, richtig cool. Und ich finde sowas, ja, sowas vermisse ich hier schon ziemlich. Weil ich will ja mit der Diplomatie ja, richtig strategisch vorgehen können. Und das kann ich eben hier jetzt nicht. Und ich habe aber gehört, dass das jetzt ziemlich der Fall sein soll im neuen. Aber ja, die Frage ist natürlich, wie die Echtschlachten sind. Also ob der Gegner immer noch so dämlich bei den Belagerungen ist oder bei der Schlacht, wenn er total die Übermacht hat und dann einem eins nach dem anderen zum Abschlachten hinschickt. Das ist halt auch echt, oh Mann, hol dir doch andere. Hier hast du doch keine Chance. Ja. Auf jeden Fall das neue Three Kingdoms, das schaut schon echt cool aus. Es ist nur momentan nicht so auf dem Schirm von vielen, weil einerseits ist es halt China und das ist so eine, ja, so eine, so eine Welt, die interessiert nicht jeden. Und das kann ich auch verstehen. Also es ist eine ziemlich seltsame Welt. Aber auch cool, auf jeden Fall. Echt jetzt? Der hat innerhalb von ein paar Minuten hatte das jetzt von einer Runde über den Haufen geworfen. Naja, okay. Gut, 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 gut. Ich werde auch habe ich glaube ich schon mal erzählt, aber ich weiß nicht, ob er hier bei Roar oder ob es bei den anderen war. Ich habe jetzt schon drei Anfragen bekommen, was ich richtig cool finde. Also mir schreiben ja nicht viele, aber ja. Deswegen kann ich ja mich auf die wenigen konzentrieren, die mit Wünschen kommen. Triumph. Schutz verfällt schon wieder. So. Warte, du schnappst dir. Warte. Mal den da. Attentatierst den. So, und zwar wurde. Super. Wurde ich angefragt, ob ich ein Tutorial machen kann. Also wie bei den anderen. Bei den anderen, da meine ich jetzt gleich. Da meine ich jetzt Command and Conquer. Da werde ich übrigens auch bald ein Let's Play anfangen. Weil das ist ein Spiel, das geht im Moment am besten. Und das ist auch ein Spiel, das mag ich total. Und warum nicht weiter fördern? Also, da gibt es halt sehr viele verschiedene Strategien und das macht einfach richtig Laune. So,
mal, jetzt muss ich mal kurz schauen. Oh nee, oder? Valaria. Das gehört nicht meiner Fraktion. Und das wiederum heißt, dass... dass ich den da hier abbauen muss. Abbrechen. Valaria, wie findest du mich? Plus 2. Okay. Fabio. Nicht Valaria. Das ist was anderes. Gut. Nächste, warte. Der hat jetzt, glaube ich, auch eine Tradition bekommen. Das bekommt da. Weil die Tradition, die hilft ihnen ja nicht, weiter aufzusteigen. Das ist ja nur für die Armee. Bei Epirus habe ich gerade sogar... Uiuiui, der hat ja noch eine. Und der bunkert sich natürlich wieder ein, ne? Forschung abgeschlossen, dass ein Kind ist geboren. Yay! Schon wieder. Die sind ja echt fleißig dabei. Wenn ich ja Kindergeld bekommen würde, dann wäre ich jetzt viel reicher. So, wo ist denn die zweite Armee jetzt hin? Hä? Die ist doch gerade hochgegangen. Hä? Das mache ich jetzt, glaube ich, automatisch. Weil... das haben wir eigentlich gerade schon gesehen und die Armee war sogar schlechter als die davor. So. Und wer da ist jetzt eine gestorben. Gut. Wieso nicht? Ach, und gleich weiter. Super. Ah, die kann ich plündern. Mache ich eine zivile? Ich mache eine Landwirtschaft. Das passt hier besser. Ich bin sowieso gerade fertig. So. Ach, da ist sie. Uiuiui. Uiuiui. Das gefällt mir nicht. Warte. General Maxia. Dann schaue ich mal, ob ich die töte. Okay, doch nicht. Den. Das habe ich ja wieder ein bisschen Kohle, das ist gut. Entschuldigung. Öffentliche Ordnung. Wann? Genau, das ist mein Klientel. Wie sieht es eigentlich mit denen aus? Seid willkommen und sprecht frei und ohne Angst vor Konsequenzen und Gefahren. Da mache ich mal nicht Angriffspakt. Brechen. Eine mutige Entscheidung. Ich hoffe, ihr müsst sie nicht bereuen. Oh Mann, der ist aber echt cool. Na okay, aber jetzt ist er unfreundlich. Ah, eine mutige Entscheidung. Warte. Ja.
Ja, schon cool. Aber ich muss ja irgendwohin expandieren. Genauso wie er. Problem ist wirklich, wenn ich, also ich habe keine Chance. Also der General ist halt. Ja, aber ich kann ihm seine Pferde wenigstens wegschnabulieren. Das ist wenigstens was. Okay, er hat eine seltene Hopliteneinheit, die auch ziemlich gut ist. Aber das wird schon. Warte, wo kommt er her? Von da. Okay. Was, Prätorianer? Seid ihr gar nicht. Lügt doch nicht. Können, glaube ich, das noch erwischen. Können die schießen? Nee, glaub nicht. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Geschwindigkeit! Unser General wird angegriffen. Was macht ihr denn da? Ja, auf jeden Fall nichts Dummes. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. 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 Sehr gut. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Der kommt jetzt wirklich von außen. Die Römer sind bereit, ihre Pflicht zu tun. Zu Befehl. Befehl verstanden. Das ist ja interessant.
erwarte eure Befehle. Jupiter gibt uns Kraft. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Wieso rufen die Prätorianer? Das sind keine Prätorianer. Nicht mal annähernd. Versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Blutige Römer, wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. So, jetzt schön an die Flanke und dann geht's ab. Haben die Äxte auf den Kopf? Nee, komische Holzdinger. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Unser General braucht mal kurz Hilfe. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Schön den Rücken und schnell zum Wachen bringen. Das ist schön. Das ist schön. Jetzt der nächste.
Wieso wanken jetzt alle? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein Schändlicher. So ein Schmarrn. Ah. Ja, ich habe gerade echt gedacht, dass wir das noch gewinnen können, aber plötzlich bam, alle einfach gewandt. Weil, das mache ich. Das war gerade so, als hätte jemand einen Knopf gedrückt und alle gleichzeitig haben angefangen zu wanken. Und das ist dementsprechend unlogisch, weil ich glaube, niemand von meinen Einheiten war erschöpft. Die einen Schwertkämpfer waren oh, süß. Oh, noch eins. Die einen waren zwar ziemlich angeschlagen, weil die haben sehr viel, sehr hohe Verluste gehabt. Aber das ist kein. Die anderen hatten das nicht, also. Ach, naja. So, wo ist die andere? Die ist da. Super. Da habe ich gerade halt nichts drin. Da können wir mit den Typen jetzt das wieder erobern. Da, ja. Ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Du bleibst jetzt mal da einfach so lange. Wie es halt geht. Minus öffentliche Ordnung. Ist halt auch nicht so gut. Minus 7. Wohlstand, da baue ich nur Wohlstand. Da muss ich ja noch mal was umstrukturieren. Und wir sind schon wieder fertig. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Trotz kleiner Pause. Entschuldigung, deswegen nochmal. Und die nächsten Folgen werde ich wahrscheinlich Taras den Krieg erklären. Oder ich gehe hier schon mal nach Taras. Und werde da ein bisschen konvertieren. Vor allem vieren. Gut. Also, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und bis dann.